Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von FIFA 20, dem Karrieremodus mit dem FC Liverpool. Wie lange habe ich das schon nicht mehr gesagt? Ich möchte mich erstmal bei euch bedanken für die ganzen Spielervorschläge unter dem ersten Video und generell die Bewertung, die Aufrufe. Das hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht und ich hoffe, euch gefällt es auch soweit. Ich habe jetzt schon mal einen Transfer, den sich viele Leute gewünscht haben, verwirklicht. Ihr seht es in der Startausstellung, ich habe mir Timo Werner geholt. Habe dafür Roberto Firmino ins Mittelfeld zurückgezogen und dafür Henderson auf die Reservebank. Bin jetzt auch gerade dabei, Firmino auf die Transferliste zu setzen, damit ich mir auch noch Havertz holen kann, weil Werner und Havertz, das waren so zwei Spieler, die wurden von sehr, sehr vielen Leuten gewünscht und ich möchte das natürlich sehr gerne umsetzen. Ich werde auch, das sage ich euch ganz offen und ehrlich, mir eventuell vielleicht nochmal ein, zwei Finanzspritzen holen. Aber ich habe leider keine mehr in meinem Katalog, deswegen, wenn einer von euch auf dem PC FIFA 20 zockt und noch eine Finanzspritze übrig hat und mir die gerne schenken will, dann macht das doch gerne. Ihr würdet dem Projekt was Gutes tun und ja, mir dabei helfen, die Leute zu holen, die ihr euch gewünscht habt. Heute spielen wir im Community Shield das Finale gegen Manchester City. Also es geht um den ersten Titel in der Saison. Sterling gegen Van Dijk, auch ein geiler Größenvergleich. Und ja, mit der Truppe soll es also reingehen. Mané links, Salah rechts, Werner in der Mitte. Ich glaube, mehr Geschwindigkeit geht gar nicht. Genau, wir spielen ruhig im Regen, das ist gar kein Problem. Müssen auch mal ein bisschen anderes Wetter hier machen. Und ansonsten, ja, gehen wir rein. Auf Legende, leider nicht mehr auf Ultimativ, was ein bisschen schade ist, ne, weil die Schwierigkeit ist einfach zu extrem geworden. Auf Ultimativ hast du keine Chance, da liegst du nach einer halben Stunde 3-0 hinten oder 4-0 und das würde dann, ja, keinen Spaß mehr machen und von daher auf Legende ist das eigentlich auch ganz gut. Habe ich ja die letzten Spiele mit Eintracht Frankfurt auch gemacht und jetzt sind wir aber bei Liverpool und wir gucken mal ganz gechillt, wie das Spiel heute abläuft. Natürlich will ich gewinnen, gar keine Frage, aber wichtiger ist es natürlich, dass wir Meister werden. Das, was Liverpool momentan in echt noch nicht verwirklichen kann, weil wegen Corona natürlich eine lange Pause jetzt eingelegt ist. Ob überhaupt weitergespielt werden kann, weiß man nicht. Aber um diesen Titel soll es nun erstmal heute gehen. Community Shield, schöne Schale. Würde sich sehr gut machen. Da haben wir Timo Werner. Erstes Spiel für ihn. Und dann schauen wir mal, ob er uns heute schon zum Titel schießen kann. 23 Jahre alt, also da ist noch einiges an Luft nach oben für ihn. Aber gehen wir es an, auf geht's. Erstes Spiel seit langem mal wieder im Karrieremodus. Muss mich jetzt erstmal wieder ein bisschen dran gewöhnen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ganze hier so zu kommentieren und hast du nicht gesehen. Also seht es mir nach. Oh, erster Angriff natürlich gleich über Sterling. Aber wie gesagt, ich habe auf Ultimativ nicht gestellt. Ich habe auf Legende. Erste Chance, gefährlich. Und dort unsere Fans mit You Never Walk Alone. Schon allein deswegen muss man diesen Verein einfach lieben. Ich hoffe, das hört man im Hintergrund. Ey, das pusht einen in FIFA schon generell und in echt dann erst recht. Also, wenn man da nicht motiviert ist als Spieler, dann weiß ich auch nicht. So, Man City gibt gleich mal hier den Ton an in den ersten Minuten. Zweite Ecke schon mal, Alisson. Ein kleines Eckenfestival. Müssen wir mal gucken, wieder Sterling, Flanke kommt rein, Werner klärt schon mal. Ja, und Firmino im Mittelfeld, da bin ich auch mal gespannt, wie das funktioniert. Ob sich das rendiert oder ob wir dort wieder Henderson oder so hinstellen müssen. Nächste Chance. Ah, Man City ist stark, die geben den Ton hier an. Flanke kommt rein, oh, jetzt müssen wir auch mal einen Ball hier festmachen. So, Mané. Jetzt haben wir zum ersten Mal den Ball. Mal ein bisschen in unseren rein hier, dann können wir mal ein bisschen aufbauen, eventuell. Aber Man City, die machen sofort Druck. Keine Chance, aber wir trauen uns mal mit Roberts nach vorne, Mané. Die spielen ja in echt, ey, so ein Hochgeschwindigkeitsfußball, das ist Wahnsinn. Macht richtig Spaß zuzusehen. So, und jetzt mal die Chance, oh, Alexander Arnold, Salah auf der anderen Seite zu schicken. Und jetzt wieder City, ey, zack, 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 das geht nach vorne. Wie aus einem Guss. Und wichtig ist halt, in die Zweikämpfe reinkommen. Weil wenn du City einmal spielen lässt, hast du schon verloren, ey. Silva, De Bruyne, Achtung. Aguero und Van Dijk ist da, der, wie gesagt, 99% seiner Zweikämpfe gewinnt. Ab und an verliert er mal eins, aber das kommt ganz selten vor. Ja, und dann ist das, wie gesagt, bislang eine sehr, ja, druckvolle Anfangsphase hier von City. Die wollen es echt wissen, aber das wollen wir auch. Vielleicht jetzt mal über Firmino, Werner, ah, den kriegt er nicht geschickt. Den kriegt er leider nicht geschickt, aber gut, wir haben ja noch ein paar Spiele gegen City. Auf jeden Fall zwei, mal gucken, wie viele noch. Wenn wir im FA Cup auf die treffen, im Carabao Cup.
In der Champions League weiß man das ja nie. Also es gibt richtig, richtig viele Spiele hier mit Liverpool und deswegen ist so ein breiter Kader auch wichtig. Deswegen freut mich das umso mehr, dass ihr viele, viele Spieler unten reingeschrieben habt. So, jetzt mal Wijnaldum völlig frei, vielleicht mit unserer ersten Chance und mit dem ersten Tor. Jawohl! Ein bisschen Glück ist auch dabei, aber Wijnaldum mit dem ersten Tor in unserer Liverpool-Karriere. 1-0. Bisschen sehr viel Platz haben wir da gehabt. Ey, keiner greift den an. Dann spielt er einmal Doppelpass mit dem Pfosten und dann hat er Glück, dass er mit links den Ball trifft. Das ist ein neuer Ball, ne? Das ist nicht mehr der vom Anfang. Haben jetzt einen neuen Ball dazu gekriegt. Finde ich aber auch geil. So, Pep Guardiola ist erstmal bedient. Und Herr HSPP ist natürlich außer sich, voller Freude und somit, ja, haben wir den Spielverlauf mal auf den Kopf gestellt. Wir haben bislang eigentlich nur verteidigt. Man City hat hier das Spiel dominiert, aber das ist unwichtig. Entscheidender ist natürlich, was oben schwarz auf rot steht und da steht momentan die Führung für uns. Von daher machen wir hoffentlich jetzt genauso weiter, müssen aber aufpassen, natürlich City ist natürlich nicht zu unterschätzen. De Bruyne, Silva, schnell und direkt gespielt, aber unsere Verteidigung um Virgil van Dijk steht wirklich super. Und dann haben wir mal die Chance, vielleicht aufzubauen. Schön gemacht, Laporte mit dem Fehler und Salah, der ist weg, den kriegst du nicht. Salah mit der Chance, ja, wollte auf Firmino legen. Wenn der Ball durch die Beine gegangen wäre, das wäre, glaube ich, das 2-0 gewesen. Aber so können wir City knacken. Die stehen nämlich hinten dann ganz schön offen, haben meistens nur zwei Verteidiger und dann gegen unsere Flügelformation. Das ist ganz, ganz schwer zu verteidigen. Achtung, Robertson. Und das mag ich halt am Spielstil von Liverpool. Das geht schnell nach vorne, da wird sich gar nicht lang hinten aufgehalten. Schnell direkt, schnell nach vorne. Das ist halt auch die Handschrift von Jürgen Klopp. Hat aber Dortmund auch schon verwirklicht. Deswegen hatten sie ja mal eine erfolgreiche Zeit. Zweimal Meister geworden, einmal Pokalsieger, glaube ich, ne? Waren im Champions-League-Finale gegen die Bayern. Also, da sieht man schon, Jürgen Klopp hat damals viel erreicht. Genauso wie bei Liverpool bislang. Firmino. Ja, bisschen Platz haben wir im Mittelfeld. Nimmt außen Robertson mit. Ist am Flügel ganz alleine, warum nicht? Flanke kommt rein. Und Sterling nimmt erstmal den Ball. Sterling hat natürlich jetzt erstmal ganz viel Platz. Fabinho muss da einrücken. Genau, ich stelle auch mal zurück auf ausgeglichen, dass wir nicht ganz so offen hinten stehen. Aber das kriegen wir irgendwie hin, die Balance. Firmino ist vorne der Einzige, der so stehen bleibt. Um wenigstens für etwas Entlastung zu sorgen. Und Robertson wieder. Also nach wie vor versucht City den Ausgleich zu erzielen, aber bislang steht unsere Verteidigung echt super. Oh, Alderweireld hat mal die Seiten gewechselt. So, jetzt Mané ganz hinten. Ah, steht schon wieder einer dazwischen. Salah wäre hinten frei gewesen. Und dann geht es bei City auch ganz schnell nach vorne. Ihr seht das. Zack, zack, zack. Da wird sich gar nicht lange hinten aufgehalten. Flanke kommt. Alexander Arnold, Joe Gomez. Der wird echt auch noch ein guter. Der kriegt, glaube ich, eine 85 oder 86. Neben Van Dijk, der mittlerweile jetzt schon eine 91 hat. Wahnsinn. So, und wir haben ganz viel Platz im Mittelfeld. Ihr seht das, ey. Die beiden Verteidigungsketten zwischen Mittelfeld und Abwehr, da ist eine große Lücke. Und jetzt Alexander Arnold. Oh, kriegt er den? Ja. Gute Flanke. Wieder Wijnaldum. Robertson ist mal hinten mit hingegangen. Mann, nee, ja. Und dann steht City halt hinten dicht. Vorne steht Aguero. Wie bei uns Firmino. Also dort ist auch so ein ähnlicher Stil zu erkennen. Und dann rücken sie raus. Und dann rücken sie raus mit allem, was sie haben. Und wir haben immer wieder Überzahl auf den Flügeln. So, jetzt mal Robertson mit Mané. Ah, wir haben halt leider keinen Kopfballstark in der Mitte. Das ist der einzige Nachteil, den Liverpool hat. Da kannst du nicht einfach mal hoch reinflanken. Wir haben noch Origi auf der Bank. Den habe ich mal mit auf die Bank getan jetzt, weil Werner jetzt vorne drin spielt. Aber Werner ist halt auch nicht kopfballstark. Die kommen eher über ihre Geschwindigkeit. So, jetzt Salah macht den Ball gewinnen. Aber das ist alles, ja, hektisch. Obwohl wir führen, ist es ein sehr ausgeglichenes Spiel, wie ich finde. Man City macht viel fürs Offensivspiel, aber die kommen Gott sei Dank noch nicht so druckvoll durch wie in der Anfangsphase. 2 Minuten gibt es Nachspielzeit und dann haben wir die erste Hälfte geschafft und stehen, ja, kurz vor unserem ersten Titel der Saison. Vielleicht nochmal eine Chance. Werner, Alderweireld. Es gibt keinen Elfer. Ich glaube auch nicht. Ich glaube, der hat vorher
den Ball getroffen. Sah ein bisschen unorthodox aus, keine Frage, aber ich glaube, das kann man so machen. So, ich weiß gar nicht, City spielt im 4-2-4. Sieht sehr offensiv auf jeden Fall aus. Ein Kopfballduell gewinnen wir noch und dann, glaube ich, pfeift der Schiri auch zur Halbzeit. Jawohl, also 1-0 im Finale des Community Shields. Und somit kommen wir unserem Titel, unserem ersten Titel, einen großen Schritt näher. Aber trotzdem müssen wir aufpassen, City, ey. Die haben ja in den ersten Minuten Druck gemacht. Das gibt's ja gar nicht. Haben aber trotzdem 0 Schüsse aufs Tor. Ich finde, die Statistik verfälscht immer so ein bisschen. Ich wollte mal gucken, wie City spielt. Bewertungen, die müssten... Ah, die spielen so eine ähnliche Formation wie wir. Nur, dass die halt keine falsche 9 haben, sondern mit Aguero jetzt einen echten Stürmer. Also, wir haben ungefähr das gleiche System. Die gleiche Spielidee, aber wir haben echt, wenn wir das schnell überbrücken, das Mittelfeld, haben wir da riesengroße Lücken und ganz, ganz viel Platz. Und das sollten wir eventuell nochmal für ein zweites Tor nutzen. Egal wie, jetzt mal Arnold schickt Werner gegen Laporte. Salah schleicht sich hinten weg. Ja, schade. Muss ich alles noch ein bisschen eingrooven, ne? Bis zum Ligastart dann gegen Norwich City. Hier der eine Schuss von Salah. Klappt noch nicht so ganz, aber irgendwann geht auch so ein Ding mal rein. So, Alexander Arnold. Der schlägt echt sehr geile Ecken und auch so geile Standardsituationen. Mané mit dem Kopf. Hat sich da gut weggeschlichen. Die kommen sehr präzise, sehr mit viel Effet, mit gutem Schnitt, gute Geschwindigkeit, die richtige Höhe. Also Flanken, Freistöße, Ecken. Da ist, glaube ich, Trent Alexander-Arnold mit einer der Besten der Welt. So, und City, genau, da hinten können sie sich den Ball zuspielen, das ist gar kein Problem. Aber dann auf den Flügeln, da müssen wir sie dann spätestens haben. Silva gegen Robertson. Robertson holt ihn sich und jetzt, genau, machen sie vorne Druck. Und wir haben eigentlich die Chance, über die Flügel das Ganze schnell zu machen, weil sie dann hinten zu offen stehen, aber... Jetzt resultiert erstmal ein Eckball draus. Spielen sie wieder kurz, klar. Bei Pep Guardiola wird keine Ecke lang gespielt. Und Rodri mit dem Fallrückzieher. Auf der Linie noch geklärt. De Bruyne. Oh, ein bisschen Kuddelmuddel hier. De Bruyne und wieder Robertson. Und die nächste Ecke. Also Man City nimmt wieder das Heft des Handelns in die Hand. Und der wird auch natürlich nicht wieder lang reingeschlagen. Doch, der kommt mal hoch rein. Bernardo Silva, wieder De Bruyne, das war abseits. Wir können uns jetzt erstmal ein bisschen befreien hinten. Ist ganz schön viel los, ey. Man hat das Gefühl, also ich habe das Gefühl heute, hier spielen nicht 11 gegen 11, hier spielen, keine Ahnung, 12 gegen 12 oder so. So, aber jetzt mal Werner. Schickt er Wijnaldum? Ja, aber der ist leider nicht schnell genug. Das ist halt das Problem. Wenn das Werner gewesen wäre oder irgendein anderer. Aber gut, das kannst du hinterher immer... ganz einfach sagen. Sie machen Druck. Schaut euch das an. Ich komme hinten nicht raus. Und jetzt die große Chance. Silva mit der Flanke. Alexander Arnold klärt. Wenn wir dann mal die Chance haben, echt schnell umzuschalten, dann ist immer noch mal einer von City dazwischen. So, und jetzt Firmino mit ein bisschen Platz. Der ist schneller als De Bruyne. Da kommt Laporte mit. Ah, und dann kriegen wir Mané oben nicht ins Spiel. Schade. Wie gesagt, das sind noch so die Genauigkeiten, die fehlen, die müssen dann zum Saisonstart sitzen gegen Norwich. Aber das kriegen wir irgendwie hin. Bis dahin. So, Salah. Nein, jetzt habe ich mich verdrückt. Jetzt wollte ich auf Zweikampf gehen. Und schon ist der Ball weg. Okay. Partey ist auch bei Manchester City. Die haben auch schon fleißig eingekauft. Da haben wir Partey, Aguero. Das ist echt schwer durchzukommen. Aber wir stehen defensiv echt besser als in der ersten Halbzeit. Wir lassen nicht so viel zu. Die zwei, drei Eckbälle da. So, jetzt kommt Jesus für Aguero. Schauen wir mal, ob es was bringt. Aber wir lassen auch ganz schön große Lücken, muss ich sagen, ey. Zwischen Verteidigung und Mittelfeld, da sind riesen Lücken. Achtung. Joe Gomez. So, und jetzt, wie gesagt, wenn die Gelegenheit da ist, mal schnell umzuschalten, dann ist meistens immer ein Fuß von City dazwischen. Ich wollte es gerade nicht sagen, aber Mandy ist wieder das perfekte Beispiel dafür gewesen. Dann wäre Salah nämlich auf der Außen weg gewesen und dann hätten wir mal ein bisschen Raum gehabt. Jetzt Werner.
Fabinho. So, jetzt müssen wir es einfach nur in Ruhe runterspielen. Ah, ich weiß nicht, ob es Abseits war. Kein Abseits. Und das war sie, die große Chance auf 2:0 zu erhöhen. Der ging aber weit vorbei. Für Manés Verhältnisse. Schade, ey. Gute Chance, gut gespielt. Wenn wir Überzahl haben und wenn wir das schnell machen, dann seht ihr, dann kriegt City auch Probleme. Aber dazu müssen wir halt, ja, dann auch die Chancen nutzen, die wir kriegen. Schade. Gut gespielt, schöne Chance hier im Mittelfeld. Das ist mir immer noch ein bisschen zu offensiv. Da haben wir doch drei Leute. Zwei, die etwas defensiver stehen, glaube ich, ne? Und sogar noch einen dritten, der defensiv steht. Also normalerweise. So, jetzt wieder das Problem, Robertson. Aber das hat er diesmal besser gemacht. So, Mané. Gegen Cancelo, der ist schon ein bisschen am Arsch. Der kommt nicht hinterher. Und deswegen zieht Mané einmal den Turbo an. Keiner kommt hinterher. Mané mit der Flanke, Ederson. Schade, da hätte ich mir jetzt eine Grätsche gewünscht. Aber die kam leider nicht. So, und somit geht die Zeit immer weiter. Von dann eine Viertelstunde haben wir noch. Und die Kräfte von City schwinden, wollte ich gerade sagen. Aber Jesus ist noch frisch. Gegen Van Dijk, da ist die Bräune. Wieder Jesus. Ah, kein Abseits. Da haben wir ein bisschen zu sehr den Flügel offen gelassen. Und die Chance. Aber Alisson ist auch ein guter Rückhalt. Da kannst du dich echt drauf verlassen. Wenn hinten alle Dämme reißen, Stricke reißen, dann haben wir immer noch Alisson und Sané. Leroy Sané fürs Sterling. Das wäre auch noch einer so für unseren Flügel gewesen. Aber gut, sei es drum. 12 Minuten sind es noch. Ich glaube, wenn wir noch einen gescheiten Konter zu Ende fahren und das 2-0 hier schnüren, dann haben wir es. Dann ist das die Entscheidung so. Jetzt, Werner läuft durch gegen Fernandinho im 1 gegen 1. Ah, Salah wäre in der Mitte gewesen. Wijnaldum. Und hinten kriegt Salah den Ball nicht. Schade. Wenn der an dem Mann angekommen wäre, wo ich es mir gewünscht hätte, dann hätte es hier 2-0 gestanden. So, ich drücke noch einen nach hinten defensiv. Und jetzt Sané. Oh, da kommen wir nicht hinterher. Fabinho. Fabinho, wir versuchen hier trotzdem zuzustellen. Flanke kommt. Und Bernardo Silva. Mit dem Kopf. Alisson macht erstmal ruhig. Ah, vielleicht kriegen wir Salah irgendwie unten geschickt. Oh, schießt Jesus an. Und Alisson macht seinen Fehler wieder gut, aber trotzdem. Der Ausgleich durch Gabriel Jesus. Was für ein Scheiß-Tor, oder? Typisch FIFA. Was für ein Kack-Tor. Dann kriegen wir den Ball nicht über Jesus weg. Schießt Alisson den dann hier. Ich habe auf die Außen gezielt. Wo schießt er hin? Dann hält den Alisson noch und dann kommt Gomez auch nicht mehr hin. Und dann ist das der Ausgleich. Und Stand jetzt gibt es Verlängerung. Das ist doch unglücklich, ey. Hätte ich mir einfach mehr Zeit lassen müssen, ganz klar. Aber ich wollte es mal versuchen. Und ich habe auch nach außen gezielt. Und warum er jetzt in die Mitte schlägt, weiß ich auch nicht. Naja, sei es drum, hilft nichts. Ausgleich ist nicht ganz unverdient. Und jetzt sind die City-Fans natürlich da. Und es sind noch 3 Minuten. 3 Minuten haben wir noch Zeit und natürlich auch City, um das Ganze hier vor der Verlängerung klar zu machen. Ansonsten gibt es einfach schon mal im ersten Spiel einen Nachschlag obendrauf. Warum nicht? Aber noch ist nicht Schluss. Komm, ein gescheiter Angriff nochmal. Wijnaldum. Unten haben wir jetzt Überzahl. Hätten wir gehabt. Ich habe den einen Mann da nicht gesehen. Werner. Und Laporte. Der ist aber auch schon am Arsch. Ihr seht unten, die sind alle konditionell. Laufen die schon auf Reserve. Da haben wir einen ganz klaren Vorteil. So, jetzt Alisson, bevor du abschießt, abwirfst, schauen, wo ein freier Mann ist. Guck mal, oben, da ist ganz viel Platz. Wijnaldum, Mané, Robertson. Komm, wenn Mané noch einmal die Linie entlang läuft, ja. Wenn der Gegner nicht im Weg steht. Wijnaldum schickt da einmal nochmal Salah. Ja, klasse Ball von Fabinho. Salah, Werner, komm, setz dich noch einmal durch. Und jetzt die Flanke auf Mané. Zweiter Pfosten, da ist Mané. Aber da ist auch leider, ich glaube, Mandy war's. Oder Thomas Partey, sei es drum. Also 1:1 nach 90 Minuten. Es geht jetzt schon mal in die Overtime. Schade, ihr seht, die Statistik ist ausgeglichen. Man City hat jetzt aufgeholt. 5 Schüsse, 3 Schüsse aufs Tor. Wir haben einen Schuss gehabt, der war drin. Ach, es gibt sofort Elfmeterschießen, alles klar. Ich dachte, es gibt jetzt Verlängerung. Also, wir rudern zurück. Es gibt nur beim Elfmeterschießen Nachschlag. Und da haben wir die besseren Elferschützen. Fabinho, Salah, De Bruyne, Silva, Jesus auf der anderen Seite. Naja, wir gucken mal. Also, Alisson
gegen De Bruyne. Erster Schuss und gleich mal gehalten. Jawohl. So, Fabinho. Den schießen wir jetzt unserem brasilianischen Konkurrenten mal hier unter die Latte. Sofern es denn geht. Fabinho und auch Ederson hält. Also bislang keiner drin. Jetzt ist der erste drin. Silva. Das geht hier Schlag auf Schlag. Ey, man kommt mit dem Kommentieren gar nicht hinterher. So, jetzt Salah. Komm, der ist eigentlich ein sicherer Elferschütze. Gegen Ederson. Jawohl. 1-1. So. Wieder Brasilianer gegen Brasilianer. Und diesmal hält Alisson. So, wir haben jetzt die Chance, auf 2-1 voranzuziehen. Machen wir mal mit Werner hier unten ins Eck rein. So, genau ins Eck. Da so ungefähr. Schauen wir mal, ob es hilft. Nein, oh, der war schlecht geschossen. Jetzt kann Sané City in Führung bringen. Alisson hält wieder. Was ist das denn für ein Elfmeterschießen? So, Wijnaldum, komm, ein Tor hat er schon gemacht heute. Jetzt macht er den nächsten auch noch. Komm, hau den da oben rein. Ja, an Ederson dann keine Chance. Oh, Glück gehabt. Mit dem Pfosten ins Tor. So, und jetzt die Chance. Wenn Alisson hält, haben wir den ersten Titel. Dann haben wir den Community Shield gewonnen. Ansonsten geht's weiter. Silva gegen Alisson. Und wir halten den. Und der erste Titel der Saison geht nach Liverpool. Mit einem Voice Crack. Da laufen wir ab zu den Fans. Mit denen müssen wir natürlich feiern. Also, Glück im Unglück gehabt. Alisson macht seinen Fehler wieder gut. Weil er war ja dafür verantwortlich, dass wir den Ausgleich bekommen haben, soweit es geht. Und deswegen freut mich das, dass er es wieder gut machen kann. Hier Silva auch nicht gut geschossen. Alisson riecht die Ecke, ahnt das und somit gewinnt er uns den ersten Titel der Saison. Und jetzt gucken wir nochmal, dass wir vielleicht nochmal auf den Transfermarkt zuschlagen, einen Havertz holen. Rashica stand zum Beispiel auch auf der Wunschliste von euch. Sturridge, das wäre so eine Rückholaktion. Oder auch Danny Olmo, jetzt bei Leipzig. Ich glaube von Zagreb ist der dahin gewechselt. Also, auf geht's. Van Dijk darf den ersten Titel in den Londoner Himmel strecken. Und dann, ja, kann die Saison auch jetzt eigentlich dann richtig losgehen. Ich freue mich, ich bin gespannt. Gibt noch ein paar Sachen zu tun, aber jetzt heißt es erstmal feiern für diesen Part. Van Dijk hebt den Community Shield in die Luft. Ja, und somit sind die ersten Feierlichkeiten getan. Interview nach dem Spiel gehen wir mal rein. Schauen wir mal, es müsste jetzt ein englischer Reporter sein, ne? Also. Just a couple of questions for you. Ah, yes, please. Yeah, 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 come on. Es wäre auch geil, wenn die Fragen dann in Englisch gestellt wären. Das war ein echter Krimi. Was sagen Sie zum Titelgewinn? Ich bin stolz auf das Team. Genau. Hätten Sie nach dem Jesus-Tor gedacht, dass die Sache heute im Elfmeterschießen entschieden wird? Boah, da passt eigentlich keine Antwort dazu. Da wünsche ich mir jetzt wieder so eine extra Eingabe, wo man selber was schreiben kann. Wir kämpfen immer bis zum Schluss. Und, wir haben unser Spiel gemacht, genau. Thanks for speaking to us. Yeah, thank you. Goodbye. Have a nice day. So, und jetzt sind wir auch endlich im echten Overlay drin, ne? Das, was ich mir wünsche. Oder das, was ich halt so cool finde. Ich glaube, die Primera Division, also La Liga, hat das auch drin. Die haben auch ihr echtes Overlay. Genau, und ansonsten habe ich schon mal einige Leute auf die Transferliste auch gesetzt. Also zum Beispiel einen Jones hier, ich glaube, ne? Curtis Jones. Dass man halt, ja, auch mal den Kader ein bisschen ausdünnt. Aber wir haben auch noch viele Spieler verliehen. Also Liverpool hat auch, glaube ich, 5 oder 6 Leute ins Ausland verliehen. Heißt, der Kader ist sowieso viel zu groß. Von daher, genau, geht es jetzt also rein gegen Norwich City. Und da hoffe ich natürlich auf 3 Punkte. Ich beende hier jetzt erstmal, werde noch offscreen dann auf den Transfermarkt gehen. Ich hoffe, einige von euch nutzen die Chance und senden mir eine Finanzspritze zu, dass ich hier möglichst alle Transfers realisieren kann. Und dann sehen wir uns im nächsten Part zum Saisonstart gegen Norwich City wieder. Macht's gut und ciao, ciao!